Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wir wollen Ihnen heute die Halbjahresbilanz 2022, das erste Halbjahr, die touristische Bilanz vorstellen. Und wir haben auch noch einen kleinen Ausblick mitgebracht auf unsere touristische Landesdatenbank Schleswig-Holstein. Ein sehr spannendes Projekt, was wir Ihnen kurz vorstellen wollen. Zunächst aber die Zahlen. Die Zahlen wird der Minister gleich vorstellen und wir freuen uns sehr, dass der Tourismusminister Klaus-Ruhe Madsen heute mit uns hier an Bord ist. Herzlich willkommen und schönen Dank, dass Sie da sind. Sehr gerne. Und Frau Dr. Bunge, die Geschäftsführerin der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, wird die Zahlen im Detail dann vorstellen. Aber erstmal hat gleich der Minister das Wort. Eine organisatorische Ankündigung nur noch vorweg. Für die, die draußen am Livestream sind, wir haben die Pressekonferenzunterlagen unter sh-business.de/Pressekonferenzen, das ist auch eingeblendet auf den Schirmen draußen, zur Verfügung gestellt. Für alle, die hier vor Ort sind, wir haben einen QR-Code, da finden Sie alle Unterlagen, das verlinkt dann direkt dahin. Wir wollen einfach ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit gehen und versuchen, Papier zu minimieren. Ja, das ist es organisatorisch auch schon. Herzlich willkommen alle hier an den Bildschirmen draußen, hier im Hause. Herr Minister, wie war das erste Halbjahr im Tourismus? Ja, so wie es aussieht, haben wir natürlich deutlich bessere Zahlen als im letzten Jahr. Aber das lässt sich natürlich auch erklären durch Corona. Verbote, Beherbergungsverbote. Wenn man aber allerdings auch mit der Vor-Corona-Zeit vergleicht, ist es tatsächlich auch besser. Und das natürlich ein starkes Signal. Es ist das beste Halbjahr jemals. Und wir sind auch, glaube ich, das einzige Bundesland, das einen Zuwachs zu verzeichnen hat. Was aber sehr schnell aus den Zahlen herauszulesen sind und was von vielleicht großer Wichtigkeit letztendlich auch ist, ist der, wo der Zuwachs stattgefunden hat, nämlich tatsächlich eher im autarken Bereich. Die Menschen sind mehr im Camping, in Ferienhäusern und Ähnliches untergebracht gewesen. Wir haben tatsächlich auch weniger Menschen, die hierher gekommen sind, aber dafür sind die, die gekommen sind, länger geblieben. Also, glaube ich, ist das auch etwas, womit wir uns tatsächlich stärker beschäftigen müssen, also der Art und Weise. Wir haben natürlich auch regionale Unterschiede, so wie im jeden Jahr. Wir erkennen nach wie vor, dass ja die Küsten, die bereits schon ja auch vorher beliebt waren, doch schneller aufgeholt haben als das Binnenland. Und zu guter Letzt ist auch zu erkennen, dass nach wie vor der Auslandstourismus noch nicht so stark zurückgekommen ist, wie wir uns das erhofft haben. Und das ist tatsächlich einer der Punkte, der auch ja signifikant hinterherhinkt. Da ist allerdings auch fast gleichbleibend wie in den anderen Jahren die Tendenz. Wir haben am meisten Dänen, dann Schweizer und Schweden. Das hat sich tatsächlich einmal gedreht. Es waren früher Schweden und Schweizer. Und ich glaube, an vierter Stelle, das ist jetzt alles auf dem Kopf, Norwegen. Also man merkt, der skandinavische Markt hat natürlich ein Augenmerkmal. Ich glaube, dann sind Holländer. Und ja, innerhalb von Deutschland haben wir natürlich auch nach wie vor die gleichen Bundesländer wie auch davor, die uns verstärkt oder ja, verstärkt heißt das so, am meisten besuchen. Und dazu zählt ja neben Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Natürlich ist auch sehr wichtig die einheimischen eigene, also die Schleswig-Holsteiner, die dann bei uns Urlaub machen. Und das würde ich dann vielleicht gleich aufgreifen auf ein eigenes Erlebnis dieses Jahr. Ich habe ja im Sommer die Zeit ein wenig genutzt, um unser schönes Bundesland ein bisschen besser kennenzulernen, war an verschiedene Orte unterwegs, habe tatsächlich auch von Ferienhaus über, wie nennt man das, wenn so wie in Damp, wie Ressort und zu guter Letzt auch Hotels erlebt. Ich war natürlich auch beruflich unterwegs. Ich glaube, eins wird da ganz klar, das ist eine unserer größten Herausforderungen, die Fachkräftemangel. Und das wird, glaube ich, zunehmend für die Branche ein riesiges Thema, an dem wir natürlich auch nachgehen wollen. Alles, glaube ich, auch nachzulesen. Interessanterweise stellt man fest, wenn man unterwegs ist, dass die ein oder andere Restaurant dann leider schließen müssen, weil sie kein Personal haben, also mehr Ruhetage haben als sonst. Das wird sicherlich ein Modell werden für den ein oder andere, der agil unterwegs ist, der dann erkennt, in meiner Stadt sind am Montags die meisten Restaurants geschlossen, also habe ich vielleicht eine Chance, dort wiederum auch mein Geschäft zu machen. Ansonsten habe ich sehr freundliches und liebevolles Personal und so weiter in Schleswig-Holstein kennengelernt und die wussten, glaube ich, noch auf jeden Fall nicht, wer ich bin in den ersten Tagen.
weshalb das also ein ganz gutes Messbecher war, um festzustellen, wie wir drauf sind. Wir haben natürlich auch einige große und schöne Ereignisse, zu denen viele Menschen hierher ins Land kommen. Aber es bleibt festzuhalten, ein großartiges erstes Halbjahr. Es besteht noch die Chance, das beste Jahr hinzubekommen, aber es ist, glaube ich, nicht realistisch, davon auszugehen. Und wir stehen ja auch noch vor große Herausforderungen, wie wir alle wissen. Ja, aber dazu, glaube ich, hören wir gleich noch viel mehr und viel detaillierter. Mir bleibt es nur der Branche zu bedanken. Es ist das Visitenkarte des Landes, wenn Gästen hierher kommen, wenn wir sie gut in Empfang nehmen, wenn wir uns gut um sie kümmern. Und es bleibt in den nächsten Jahren die Herausforderung, dass wir in die Regionen und Orte, wo viel Touristen unterwegs sind, darauf achten, dass wir ein gutes Miteinander, dass wir ein respektvolles Miteinander, dass ein Tourist versteht, warum darf man nicht über Naturschutzgebiet im Eigenregie umherlaufen, sondern muss geführte Touren oder Wege folgen. Es, glaube ich, gilt, mehr Menschen davon zu begeistern, dass sie bei uns den nachhaltigen Urlaub, aber auch mit Fahrrad und Ähnliches machen. Dafür brauchen wir gute und bessere Infrastruktur. Und das, glaube ich, ist einer der wirklich wichtigsten Aufgaben. Ich war diesen Sommer ja auch einmal auf Sylt, habe dort mit einer BürgerInneninitiative gesprochen. Man stellt fest, wir kennen eigentlich alle die Probleme, ein Stück weit eigentlich auch die Lösungen. Das heißt, ein guter Dialog kann dazu führen, dass wir vielleicht mehr Verständnis für Touristen gewinnen. Und das, auch das muss ja jeder verstehen, wo viele Touristen ist, auch viel Infrastruktur. Deswegen umso wichtiger, dass diese Branche ein Wachstum nach wie vor für uns hat. Ja, aber ich glaube, dazu werden wir gleich noch Details hören. Es ist auf jeden Fall für mich eine große Freude, Tourismusminister zu sein, weil man dann tatsächlich auch viele schöne Seiten des Lebens einmal analysieren darf, hinfahren darf, feststellen, warum unser Land ganz vorne dabei ist. Aber es ist auch gleichzeitig ein Ministerium mit einer großen Herausforderung, nämlich das eben besagte, das Anerkennen, das Wertschätzen, dass Menschen zu uns im Land kommen und dass es nicht nur als Herausforderung, sondern als Aufgabe gesehen wird. Ja, vielen lieben Dank und natürlich stehe ich nachher auch gerne zu Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, verehrter Minister, für Ihre wichtigen Eingangsworte. Vielen Dank, dass wir zum ersten Mal zusammen eine Pressekonferenz durchführen dürfen. Vielen Dank, liebe Pressesprecherin Manuela Schütze, für die Vorbereitung dieser Pressekonferenz. Ja, verehrte Medienvertreter, verehrte hier im Raum, im Atlantikhotel, aber natürlich auch verehrte Medienvertreter draußen an den Bildschirmen. Ich freue mich sehr, mit Ihnen hier heute gemeinsam zurückzublicken auf das erste Halbjahr im Schleswig-Holstein-Tourismus, aber natürlich auch vorauszuschauen auf den Rest des Jahres, aber auch vorauszuschauen auf die Trends, die im Grunde hier im Tourismus festzustellen sind, weil wir uns natürlich hier auch für die Zukunft wappnen müssen. Und wir haben eine Präsentation vorbereitet, die Sie zum einen per QR-Code abrufen können oder auch hier zum Teil in einigen Exemplaren vorrätig haben. Sie wird jetzt im Livestream natürlich auch eingeblendet und wir starten am besten mit Chart 6, wo wir im Grunde hier einmal auf die wichtigsten Zahlen in Summe schauen. Und hier sehen Sie im Grunde, wenn Sie auf die Ankünfte gucken, mit 3,7 Millionen Ankünften, das heißt Menschen, die im ersten Halbjahr hier waren, dass das natürlich deutlich mehr waren als im letzten Jahr, aber noch nicht so viele wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Ganz offen gesagt machen wir in den Analysen hier keine Vergleiche zum vergangenen Jahr, weil es ja ein Jahr war mit zum Teil Schließzeiten. Wir konnten ja erst ab Mitte Mai wieder öffnen, sondern wir schauen uns immer ganz genau an, eher wie war das Jahr 2019, weil das ist für uns im Grunde die Referenz. Sehr erfreulich ist, unser Minister hat es schon gesagt, dass wir mit 15,2 Millionen Übernachtungen sogar mehr erreichen konnten als in 2019. Das sind 4,4% mehr. Das heißt, es waren noch nie so viele Übernachtungen gezählt worden in einem ersten Halbjahr wie jetzt in diesem Jahr.
Man darf aber auch nicht vergessen, das sieht man später nochmal auf einer Statistik, das erste Halbjahr macht um die 40% des Gesamtvolumens aus und das zweite Halbjahr 60%. Das heißt, es ist ein wundervoller Trend, aber wenn wir für unsere Tourismusbranche natürlich schauen wollen, was ist erfolgreich, wo sind die meisten Umsätze generiert, dann passiert das im zweiten Halbjahr. Aber die Tendenz ist, denke ich, auch ganz wichtig. Ein interessanter Bereich ist auch hier unten zu sehen, das betrifft die Betriebe und die Betten. Wir reden in der Statistik vom Landesamt Nord immer für Betriebe ab 10 Betten. Das heißt, bestimmte Betriebe sind hier nicht genannt, aber natürlich die wichtigsten. Und hier können Sie sehen, dass 3.713 Betriebe geöffnet waren. Das sind weniger als in 2021 und auch in 2019. Aber es standen mehr Betten zur Verfügung. Das sehen Sie auf der linken Seite. Seite mit den 243.000, man kann immer so glatt sagen, über 240.000 Betten haben wir zur Verfügung. Das macht auch deutlich, dass der Tourismus eine Leitökonomie ist. Das macht deutlich, dass wir hier im Grunde viel über alle Beherbergungskategorien anbieten können. Zeigt in diesem Vergleich aber auch, dass einige Betriebe nicht mehr da sind, dafür aber neue geöffnet haben und die haben zum Teil größere Kapazitäten oder bestehende Betriebe haben sich erweitert in ihrem Angebot. Sie haben erzählt, dass sie auf Dampf waren. Da gibt es zum Beispiel neue Lofts, die zur Verfügung stellen. Wir haben neu das Hotel Breitenburg. Wir haben neu das Unique by Atlantic hier in Kiel. Wir haben Gut Immenhof in Bad Malente. Also es sind einfach neue Betriebe dazu gekommen mit größeren Kapazitäten und kleinere Betriebe zum Teil nicht mehr dabei. Die Details haben nicht wir, sage ich auch ganz offen, als Tourismusagentur, die hat natürlich der Hotel- und Gaststättenverband, also wenn Sie da eine genauere Auflistung haben wollen. Aber es macht deutlich, wir haben viel zu bieten und der Tourismus im Grunde ist da, muss aber auch gefüllt werden. Auf dem Folgechart sehen Sie nochmal hier die Entwicklung der letzten 10 Jahre in den ersten Halbjahren. Und da kann man nochmal sehen, wie natürlich 2020 und 2021 mit den Schließzeiten der Einbruch da war. Aber man kann auch sehen, einmal an den blauen Stäben, das sind die Übernachtungen, und an den roten Stäben, das sind die Ankünfte, dass wir hier wieder eine positive Entwicklung zu verzeichnen haben. Und unser Minister hat es bereits angedeutet, es ist nicht überall gleich gewesen in den Regionen und auch nicht in den Beherbergungsarten. Das heißt, hier können Sie an diesen bunten Stäben Folgendes sehen. Sie können einmal sehen, wo haben die Menschen denn übernachtet. Das etwas hellere Blau ist die Ostsee, das dunkle Blau ist die Nordsee, das Rote ist die Holsteinische Schweiz und das Grüne das übrige Binnenland. Die Städte kann man hier wurden hier nicht abgetragen, die sind unten aber aufgeführt. Grundsätzlich ist es so, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres 83% der Übernachtungen an Nord- und Ostsee generiert worden. Das heißt, der größte Teil ist einfach in den Küstenregionen auf den Inseln. Das ist sogar auch noch ein Stück weit gestiegen gegenüber 19, wo es so knapp 80% waren. Ja, das heißt, hier haben Nord- und Ostsee schneller wieder aufgeholt, kann man aber auch nicht verdenken. Die Binnenregionen sind sehr, sehr attraktiv, aber die Menschen wollten ans Meer, die wollten an den Strand, die wollten auf die Insel, weil da im Grunde ein großer Nachholbedarf war. Man sieht aber, wenn man in die Details geht von den Orten, dass sehr wohl einzige Orte, einzelne Städte auch profitiert haben jetzt von dem großen Boom, von der Nachfrage nach Schleswig-Holstein. Aber man sieht hier einfach auch, dass wir hier noch Potenzial haben, in den Binnenregionen mehr Gäste herzuholen.
Was man auch sehen kann, ist an dem hellblaueren Balken, also die Ostsee macht fast 50% des Übernachtungsvolumens. Ich habe es selber mir nochmal ausgerechnet, also 49% des gesamten Übernachtungsvolumens ist an der Ostsee. Ja, das heißt, hier sieht man im Grunde auch natürlich gerade auch die Attraktivität hier dieser Region. Wenn man sich dann mal einzelne Orte anguckt, muss man zum einen immer betrachten, wie wird das messtechnisch erfasst? Ja, wie wird ein Sylt erfasst? Wie wird ein Lübeck erfasst? Ja, bei Sylt ist es zum Beispiel die Gemeinde Sylt. Bei Lübeck ist es Lübeck mit Travemünde. Also bitte, wenn Sie darüber berichten, schauen Sie sich gerne auch nochmal die Details der Statistiken an. Was hier aber auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass die Top-Destinationen sind Sylt, sind Lübeck und Travemünde, sind St. Peter-Ording, sind der Timmendorfer Strand, sind Grömitz, sind Büsum, sind Fehmarn, sind Kiel. Da merken Sie auch schon wieder Nord- und Ostsee gleichermaßen. Was man hier aber auch erkennen kann, im positiven Sinne, das ist in der ersten türkisen Rubrik zu sehen, dass Sie hier das alle wieder aufgeholt haben gegenüber dem Vorjahr. Aber ganz besonders, wenn man es aber dann vergleicht gegenüber 2019, haben hier bestimmte Orte noch stärker profitiert. Ich sag mal das Beispiel unten mit Kappeln. Ja, also Kappeln hat mit einem Zuwachs von 163% gegenüber 2019 einen Zuwachs generiert, den sonst keiner in der Form hatte. Womit hängt das zusammen? Die Schlei-Region war letztes Jahr Modellregion und da sind Menschen überhaupt erstmals auf diese Region aufmerksam geworden. Und die stand plötzlich bundesweit in den Nachrichten und die Menschen wollten raus, wollten in Urlaub. Und jetzt zeigt sich auch in 22, dass Menschen hier waren, das schön fanden, dass das Beste, gute Qualität, fanden es schön und sind auch wiedergekommen oder haben es weiter empfohlen an andere. Das heißt, wir sehen hier im Grunde, wir haben, so hart die letzten zwei Jahre waren, haben wir doch auch sehen können, dass einige Destinationen zusätzlich profitieren konnten. Und auf dem nächsten Chart sehen Sie nochmal die Verteilung über die Monate. Grundsätzlich kann man sagen, ich habe es eben schon gesagt, im ersten Halbjahr wird 40% des Volumens generiert, im zweiten Halbjahr 60%. Die Hauptübernachtungsmonate sind Mai bis Oktober. Das heißt, wir können hier ganz wundervoll über das erste Halbjahr sprechen, aber wir müssen natürlich am Ende diesen Jahres schauen, was ist denn dabei übrig geblieben, auch für diese starken Monate. Wir haben alle Tourismusorganisationen im Land angefragt und sie nach den Buchungen und nach den Auslastungen natürlich jetzt im Sommer befragt. Und da kann man im Grunde sehr positiv feststellen, dass auch der Juli und der August sehr, sehr gut gebucht war. Ich habe aber noch keine repräsentativen Zahlen dazu. Was man aber auch feststellt ist, wir alle kennen das Thema Kostensteigerung, wir alle kennen das Thema der Preissensibilität. Man konnte feststellen, dass die Menschen unbedingt in Urlaub fahren wollten. Es gab einen hohen noch Nachfragedruck. Wenn sie dann aber vor Ort waren, haben sie zum Teil weniger Geld ausgegeben in der Gastronomie. Sie haben zum Teil bei Veranstaltungen sich genau angeguckt, was sie in Anspruch nehmen. Das heißt, am Urlaub an sich haben sie nicht gespart. Zum Teil war der Urlaub ja auch teurer, weil die Preise waren gestiegen bei den Übernachtungen. Also sie haben sich genau angeguckt, wie viel Urlaubsbudget habe ich zur Verfügung. Und deswegen, es sind nicht im Grunde, oder was wir gehört haben, nicht grundsätzlich jetzt irgendwelche Einbrüche gewesen in den letzten Hauptmonaten. Aber man hat genau geguckt, wofür gibt man das Geld aus. Die Analyse wissen wir dann natürlich erst im Februar nächsten Jahres. Aber das vielleicht als Tendenz für Sie, wenn wir hier drauf schauen. So, hier ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo kommen die Gäste denn her?
Und sie kommen auch weiterhin primär aus dem Inland. Das hat natürlich seine Stärken, ganz klar, weil hier natürlich aus der Nähe, aus Gesamtdeutschland eine Menge Gäste im Grunde immer wieder gerne herkommen und wir nicht so abhängig sind von ausländischen Gästen. Ich sag's aber auch, dass ich das mit Wehmut derzeit sehe, dass wir nur 4,1% Übernachtungen aus den ausländischen Quellmärkten haben, weil erstens ist Internationalität ein Zeichen natürlich von Globalität, von Offenheit, wenn man eine internationale Destination ist, kommen Menschen von überall hierher. Und hier sind wir primär einfach eine starke Inlandsdestination. Und ich würde mich freuen, wenn noch mehr Däninnen und Dänen, aber natürlich auch Gäste aus anderen Märkten hierher kommen. Wir hatten in 2019 immer so einen Auslandsanteil von 7-8%. Das heißt, wir haben derzeit, man sieht das auch unten rechts an der Zahl, -37% an den noch weniger ausländische Übernachtungen als 2019. Das ist natürlich so, auch die Gäste in dem jeweiligen Markt sind erstmal in ihrem eigenen Markt geblieben, in ihrer eigenen Region und haben natürlich auch im Grunde geschaut, was will ich als erstes tun, wo will ich als erstes hin. Und von Skandinaviern weiß man ja auch, dass sie auch gerne in die Ferne reisen, in warme Gefilde. Hier war es natürlich auch sehr warm, aber die sind dann einfach auch Fernreisen, haben dann wieder zugenommen. Der Wettbewerb ist ja klar wieder zugenommen. Das war im letzten Jahr noch gar nicht ja so. Ja, so, und die Leute wollten halt in die Welt und nach Asien oder in andere Fernmärkte. Was man hier auch feststellen kann, ist, dass Dänemark, Schweiz und Schweden, wie gesagt, die Top-3-Märkte sind. Wir haben bei Dänemark nur eine Zahl für sie, 168.466 Übernachtungen. Das ist jetzt zwar erst das erste Halbjahr, aber für Sie mal als Volumen. Normalerweise haben wir eine 750.000 Übernachtungen aus dem dänischen Markt in einem Jahr. Und ich hoffe, dass wir jetzt im zweiten Halbjahr noch ganz viele dänische Besucherinnen und Besucher hier begrüßen dürfen. Aber wir müssen auch was dafür tun. Und das ist unsere Aufgabe, auch als Landesmarketingorganisation natürlich gerade auch im Ausland zu werben. Also hier ist wirklich noch einiges zu tun. Keine ganz brandneuen Daten, aber trotzdem für Sie wichtig ist ja auch die Information, wo kommen denn die Gäste her? Und wenn Sie länger bleiben, kommen Sie aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und dann Schleswig-Holstein. Wenn Sie kürzer bleiben, dann kommen Sie aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es verschiebt sich etwas dahingehend, je nachdem, ob es lange Urlaubsreisen sind oder weniger lange Urlaubsreisen. Da habe ich noch keine 2022er Zahlen, aber ich wollte Ihnen das als Hintergrundinformation natürlich geben. Und kurz hat es unser Minister auch schon angesprochen, wo wurde stark übernachtet, was sind im Grunde die Gewinner bis dato, und man kann es hier auf der linken Seite zum Beispiel sehen, wo ja das 2022er Ergebnis ins Verhältnis gesetzt wird zu dem 2019er, und da sind Campingplätze und Ferienhäuser, Ferienwohnungen sogar deutlich stärker als 2019. Ja, das heißt, das autarke Übernachten spielt weiterhin eine wichtige Rolle. Die Menschen wollten auch flexibel sein und sie wollten im Grunde für sich sein und hier im Grunde auch vielleicht wegen Maskenpflicht, wegen Angst um Ansteckung einfach hier die Übernachtungsmöglichkeit wählen, die ihnen die größte Sicherheit bietet. Ist übrigens auch ein Trend, dass auch in Zukunft die Menschen stärker auf Sicherheitsaspekte achten, als das noch in der Vergangenheit war.
Was man aber gut sehen kann, ist, dass im Grunde alle Beherbergungsbereiche wieder aufgeholt haben, wenn man es jetzt nur mal gegenüber dem letzten Jahr sieht. Ich möchte einen kleinen Sonderpunkt noch nennen mit den Jugendherbergen. Und zwar die Jugendherbergen hatten in 2021 und 2020 sehr gelitten, da ja keine Klassenfahrt stattfand, keine Jugendfreizeit, dass im Grunde sie zum Teil auch als Verein organisiert waren und echt Schwierigkeiten hatten, Fördermittel zur Unterstützung zu bekommen. Und wir haben hier auch nochmal die Jugendherbergen abgefragt und die reden von einem sensationellen Jahr 2022, weil alle Klassenfahrten gerade aufgeholt werden, nachgeholt werden. Also so viel Anfragen hatten sie noch nie wie aktuell jetzt in diesem Jahr für Freizeiten, Jugendfreizeiten, Chorfreizeiten und Klassenfahrten. Und zum Teil haben sich die Jugendherbergen auch in ihren Betriebsmodellen erweitert. Sie haben nämlich gesagt, Mensch, wir sind ja etwas günstiger als andere für den einen oder anderen Geldbeutel, ist das doch spannend, vielleicht uns auch stärker als Familienangebot zu präsentieren. Also die Jugendherbergen sind wieder auf einem guten Weg und das freut mich sehr, weil die haben wirklich die letzten zwei Jahre sehr, sehr gelitten. Wir haben noch nicht die Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes für den kompletten Überblick aller Bundesländer zum Januar bis Juni-Ergebnis. Wir wissen unsere Juni-Ergebnisse, wir haben von dem einen oder anderen Bundesland das auch schon verlauten gehört, aber hier können Sie bis dato nur die Januar- bis Mai-Ergebnisse ins Verhältnis setzen. Die Tendenz ist aber ganz klar, und zwar die Tendenz ist, dass wir, ich gehe jetzt mal kurz weg von der Berichterstattung, dass wir hier feststellen können, dass wir die einzigen sind, die gegenüber 2019 Zuwächse zu verzeichnen haben. Alle anderen haben immer noch Aufholjagden von minus 10% bis im Grunde sogar minus 35%. Gerade natürlich auch die Stadtstaaten, gerade natürlich auch die Städtereisen, die hier noch nicht ganz so stark wieder angefangen haben, wie natürlich auch das Tagungs-, Kongress- und Messegeschäft. Also wir stehen im Verhältnis zu den anderen gut da, aktuell im Gesamtranking auf Platz 5. Da schauen wir mal, wo wir am Ende des Landes, des Jahres landen werden. Da waren wir natürlich letztes Jahr und auch vorletztes Jahr sehr weit nach oben gekrabbelt. Da hatten wir im letzten Jahr sogar Platz 2 erreicht, weil wir halt die Ersten waren, die wieder geöffnet haben und großes Volumen generiert. Aber unter den Top 5, gerade bei den Riesenvolumina, finde ich auch sehr stark. Und das vielleicht auch noch als letzten Punkt zur Statistik. Das ist das Thema der Aufenthaltsdauer. Und zwar ist es so, dass wir hier noch die Januar- bis Mai-Zahlen im Verhältnis haben. Wir selbst haben ja jetzt schon die Juni-Zahlen und stehen da bei 4,1 Tagen. Und unser Minister hat es vorhin ja schon erwähnt, im Grunde, wir haben noch nicht so viele Gäste hier gehabt wie 2019. Aber wenn sie dann da waren, sind sie länger geblieben. Und das zeigt ja auch, dass es bei uns attraktiv ist und dass wir hier weiter arbeiten müssen. Was sehen wir im Grunde als Prognose für dieses Jahr? Es ist ganz offen gesagt in dieser Runde und auch draußen an den Bildschirmen nicht leicht, hier in der Glaskugel jetzt festzulegen, wie viele Millionen Übernachtungen am Ende des Jahres verzeichnen sein werden. Weil wir eine gewisse Buchungszurückhaltung für den Herbst und Winter feststellen. Der Sommer war noch sehr, sehr gut gebucht, zum Teil 90% Auslastung in den Betrieben oder sagen wir mal 80 bis 95%. Aber für den Herbst und Winter machen, sind die potenziellen Gäste etwas zurückhaltender, weil sie erstens nicht wissen, wie sich Corona entwickelt, zweitens nicht wissen, wie ihr Portemonnaie am Ende des Jahres aussieht. Das heißt, wir können noch nicht genau sagen, wie
wie im Grunde das Restjahr aussehen wird. Derzeit oder für den Sommer waren aber sehr, sehr gute Ergebnisse. Das heißt, wir vermuten, dass wir besser sein, dass wir zwar das Rekordjahr von 2019 mit 36 Millionen Übernachtungen eventuell nicht erreichen werden, aber trotzdem ein sehr erfolgreiches Tourismusjahr haben werden. Die wirtschaftliche Lage wird letztlich das Reise- und das Urlaubsverhalten bestimmen. Die Punkte, was müssen wir tun, hat im Grunde unser Minister schon angedeutet. Ich will nur noch kurz auf Tourismustrends eingehen, weil die werden die Zukunft bestimmen. Die werden im Grunde zukünftig sagen, wie erfolgreich kann unsere Leitökonomie, und das möchte ich immer wieder sagen, hier beeinflussen. Wir haben ja über 160.000 Arbeitnehmer, Arbeitnehmende, die hier in dieser Branche arbeiten. Die Reiselust, sagen uns alle Marktforscher, bleibt ungebrochen. Die Menschen wollen weiter reisen, im Inland, aber auch ins Ausland. Aber gegebenenfalls gucken Sie genauer drauf, für was Sie Ihr Geld ausgeben. Die Menschen wollen auch weiter tagen und Kongresse durchführen, Messen durchführen, ja. Aber zum Teil sind die Tagungen kürzer, kleiner oder nicht mehr so oft, weil Hybridveranstaltungen natürlich auch möglich sind. Kaufkraft, wir haben auch in den Betrieben nachgefragt, bei den Partnern nachgefragt. Die geben zum Teil, geben die Reisenden sogar mehr Geld aus, weil es einfach teurer geworden ist. Aber sie sparen zum Teil bei Tagesausflügen. Das berichten uns auch einige Orte, dass weniger Tagesgäste da waren. Sie sparen im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Und das betrifft natürlich Sie nicht nur als Tourismusminister, es betrifft uns alle als Wirtschaftsland Schleswig-Holstein, dass wir hier natürlich gucken müssen, wie unterstützen wir die Betriebe auch zukünftig. Die Reiseplanung, die Gäste buchen zunehmend spät, ja, erwarten Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten in jeglicher Form und natürlich ein hohes Maß an digitalisierter Erreichbarkeit. Ja, sie wollen nicht mehr hier die Broschüren zugeschickt bekommen, sondern sie wollen das digital auch gleich gelöst wissen und gleich alle Informationen vor Ort. Und dazu haben wir jetzt noch ein kleines Projekt, was wir Ihnen vorstellen. Es ist eigentlich kein kleines Projekt, aber es ist im Grunde für uns sehr, sehr wichtig. Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit sind Themen, die zunehmen. Die Menschen achten drauf, wie sicher ist meine Reisedestination, tue ich was für meine Gesundheit, wie kann ich mich erholen, noch stärker, sind wir ein tolles Land dafür, aber das müssen wir noch stärker in den Vordergrund schieben. Und Nachhaltigkeitsaspekte spielen immer eine größere Rolle, jetzt auch aus Sicht der Gäste. Und ich habe es eben angedeutet mit dem Thema Digitalisierung. Wir haben Ihnen dazu auch eine gesonderte Presseinformation zur Verfügung gestellt, weil wir gesagt haben, neben diesen Tourismuszahlen wollen wir Ihnen auch ein konkretes Projekt vorstellen, was im Grunde sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und wir sagen immer so schön, Daten sind das Gold des digitalen Zeitalters, gerade auch im Tourismus. Ja, wer die Daten hat, der kann die Bedürfnisse der Gäste im Grunde erfüllen, weil die suchen Informationen. Und ich stelle Ihnen das jetzt noch zum Abschluss ganz kurz vor. Das ist im Grunde, läuft unter dem Oberthema Touristische Landesdatenbank Schleswig-Holstein. Die gibt es schon länger, aber es gibt noch nicht alles, was damit zusammenhängt, schon länger. Und da haben wir ein paar Erfolge zu berichten und das ist ganz, ganz wichtig. Wofür ist denn so eine touristische Landesdatenbank da? Sie selber können da jetzt nicht drauf zugreifen, aber es sind zum einen die Gäste, die in ihrer Anwendung auf einer Webseite, bei einer Informationsplattform etwas suchen. Und da ist natürlich dahinter gelegt diese Datenbank. Die Tourismusanbieter, die Regionen, die Orte, die haben ihre eigenen Informationen, gegebenenfalls auch ihre eigenen Datenbanken. Aber der Gast will ja mehr. Der will über die Grenzen hinaus was wissen. Nicht nur für diesen Ort, nicht nur für dieses Thema. Und deswegen hat auch der Ort, die Region, der Leistungsträger ein hohes Interesse daran, dass es eine vernetzte Landesdatenbank gibt, wo er gegebenenfalls auch seinen Gästen ermöglicht, also die Tourismuszentrale in einem Ort, es seinen Gästen ermöglicht,
mehr Informationen zu bekommen, nämlich nicht nur über den Strandabschnitt im eigenen Ort, sondern über alle Badestellen, da komme ich gleich dazu, die es im Land gibt. Und das ist im Grunde das Prinzip, zu sagen, hier profitieren einmal Gäste, aber hier profitieren auch touristische Partner. Und um vielleicht ein klein bisschen das konkreter zu machen, was steckt denn in so einer Landesdatenbank drin, können wir Ihnen zum einen sagen, aktuell, es bewegt sich täglich, ja, 6.437 Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants, Informationen aus ganz Schleswig-Holstein, wo man im Grunde weiß, hier im Grunde, das ist relevant. Aber auch, und das ist ein richtig großer Datenschatz, 69.000 Veranstaltungen, Events. Man fragt sich ja immer, was kann ich denn in dem Ort machen oder will ich da überhaupt hin, wenn da nicht das oder das stattfindet. Und da hat man keine Lust, sich mit 20 Webseiten auseinanderzusetzen, sondern man möchte möglichst zentral hier irgendwie die Informationen abrufen. Und wir haben in den letzten Jahren gemeinsam mit den Tourismusorganisationen der Regionen, der Nordsee, der Ostsee, vom Herzogtum Lauenburg, vom Schleswig-Holstein-Binnenland und den lokalen Tourismusorganisationen zusammengesessen, um geprüft, welche Datenbank habt ihr, wie wollt ihr auf unsere zugreifen, welche Verknüpfungen gibt's dazu. Und jetzt haben wir es im Grunde geschafft, dass diese regionalen Tourismusorganisationen ihre Daten in unsere Datenbank einspeisen und mittlerweile auch schon einige von den lokalen Tourismusorganisationen, was heißt einige, schon viele, 20 Stück, haben im Grunde entweder schon mal die technischen Voraussetzungen, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber zum Teil auch sogar schon die Daten zugeliefert. So, und noch zwei Charts, die das Ganze vielleicht ein bisschen noch besser verdeutlichen. Das ist zum einen die Touristische Landesdatenbank, sehen Sie auf der rechten Seite. So, und links ist, wo kommen denn eigentlich diese Daten her? Die Daten kommen ja zum einen von den einzelnen Organisationen, also wir als Tourismusagentur Schleswig-Holstein, wir wissen doch nicht die Öffnungszeiten von einem Gastronomiebetrieb in Ort Z, sondern wir brauchen die Orte, die Regionen, die das im Grunde zuliefern. Und entweder liefern die das selbst in diese Datenbank ein oder die haben eigene Datenbanken, ja, auf die wir dann im Grunde zugreifen können. Und die Hohe Schule sind dann natürlich auch Live-Daten. Sie erinnern sich an das Thema der vollen Strände. Sie erinnern sich an das Thema, ist irgendwo ein Parkplatz voll. Die Hohe Schule ist dann auch Live-Daten in dieser Datenbank verfügbar zu machen. Da haben wir erste Testprojekte, erste Pilotprojekte gestartet, gerade auch mit der Lübecker Bucht, die ja über die Strandampel hier sehr erfolgreich das für sich selbst umgesetzt haben. Und nach brauchen wir dann im Grunde diese Live-Daten aus den einzelnen Orten, um dann für einen Gast sagen zu können, wo möchtest du hin? Ah, da ist es aber schon voll oder hier im Grunde ist der Parkplatz jetzt leider geschlossen. Aber da sind wir noch in Bearbeitung. So, und hier sehen Sie dann auf dem nächsten nochmal, und dann hört es auch auf mit den technischen Rahmendaten, wohin fließen dann die Daten? Es macht ja keinen Sinn, wenn die im Grunde in einer Datenbank sind und keiner kann darauf zugreifen. Und für uns ist ja das Wichtigste, dass Ihre Leserinnen und Leser, dass Ihre Mediennutzer, dass unsere Gäste im Grunde das möglichst auf ihren Smartphones, an ihren PCs, in ihren Webanwendungen nutzen können. Und das sind im Grunde über Schnittstellen und über andere Datenbanken dann die Möglichkeiten. Also, das heißt, wer profitiert von dieser Datenbank, von allen Sachen, die da drin sind, unsere eigene Webseite sa-tourismus.de, aber auch die Internetseiten aller touristischen Regionen und natürlich auch der Veranstaltungskalender, den im Grunde ganz viele Partner im Land hier auch entsprechend an sich angedockt haben. Sonst müsste ja jeder Einzelne die Veranstaltung in einen eigenen Kalender einpflegen. Also es systematisiert, es vereinfacht, es strukturiert, es ist effizienzbildend. Und jetzt zeigen wir Ihnen das noch, was ganz neu jetzt im August gestartet ist. Und zwar ist das der sogenannte Badestellenfinder.
können Sie auch selber mal ausprobieren unter sh-badestellen.de oder Ihren Leserinnen und Leser empfehlen. Da können Sie zu einem sogenannten Use Case, also einem Anwendungsfall, ich suche eine Badestelle im Land. Dann gehen Sie nur auf einen Ort und kriegen da im Grunde alle Informationen. Und wenn Sie da drauf gehen, dann finden Sie erstmal alle Badestellen, dann können Sie das einschränken. Ich will das nur in einem bestimmten Ort oder ich will an See fahren oder ich möchte eine bestimmte Sportaktivität machen, Kanu fahren oder ähnliches. Und dann kann ich über diesen Filter im Grunde mir anzeigen lassen, was im Grunde dann für mich konkret das Angebot ist. Und dann kann ich, wenn ich zum Beispiel ausgewählt habe, dass ich nach Scharbeutz möchte, weil das mir da ganz besonders gut gefällt, dann kriege ich im Grunde alle Details dann zu Scharbeutz auch angezeigt. Also nicht nur, wie ist die Wasserqualität, welchen Parkplatz gibt's da, wie ist der ÖPNV angebunden, welche Veranstaltungen finden da statt. Also ich finde im Grunde einen kompletten Überblick über im Grunde das, was diese Badestelle hier ausmacht. Und das ist etwas, wo wir auch mit verschiedenen Datenbanken zusammenarbeiten. Sie kennen das vielleicht auch aus dem Open Data Portal des Landes. Da wird zum Beispiel separat die Wasserqualität erfasst und kommuniziert. So, und die Wasserqualität ist ja essentiell, wenn man baden will. Da möchte man eine gute Wasserqualität. Und deswegen ziehen wir die Daten aus diesem Portal und können sie hier im Grunde für den Gast nutzbar machen. Was halt noch fehlt, das ist die Perspektive, ist die Integration von Live- und Bewegungsdaten. Da haben wir erstmal den ersten Test gemacht mit der Strandampel der Lübecker Bucht. Aber da hängt es davon ab, dass die einzelnen Orte natürlich, wie bei einem Parkhaus, erfassen, was ist voll, was ist leer. Also das können wir im Grunde nur dann nutzen, aber da braucht es die Infrastruktur vor Ort und viele Orte arbeiten da ja auch dran. Das vielleicht so als ein kleines Projekt, was aber für unsere Gäste eine große Bedeutung hat. Und wir planen natürlich auch zukünftig weitere Anwendungsfälle, weil Digitalisierung ist einfach zentral, damit unsere Gäste uns finden und damit im Grunde sie auch möglichst unkompliziert und einfach ihre Bedürfnisse entsprechend erfüllt bekommen. Ja, das war's von uns beiden und wenn unser Minister gerne noch wieder an meine Seite kommen möchte, dann steht... Eine Ergänzung. Ja. Wichtig. Wie ist es Ihnen gegangen? Konnten Sie alles buchen? Ja, nee, ich wollte eben nur sagen, falls der ein oder andere sich fragt, was kann man denn mit diesen digitale Anwendungen, glaube ich, wie verstehen, wenn man zukünftig ist, auch begreift, dass man zum Beispiel Wetterdaten und Ähnliches und das Verhalten von Menschen, da kann man mit künstlicher Intelligenz relativ gut voraussagen, dass ein Museumsbesuch an dem Dienstag sinnvoll oder eher am Mittwoch, weil aufgrund dessen beim halbschlechten Wetter gehen die Leute im Zoo, beim ganz schlechten gehen sie einkaufen. Und deswegen kann man also relativ gut dadurch auch auslesen, wo werden wir denn vermutlich in den nächsten Tagen Bewegungen haben. Und ich glaube, das ist das, was wir letztendlich verstehen müssen, dass wenn wir unterwegs sind, dass wir quasi nicht erst in der Überlegung kommen, wo gehe ich denn jetzt überhaupt hin, macht es Sinn, dass ich heute ins Museum oder Zoo oder am Strand, sondern dadurch auch eine kleine Empfehlung. Damit können wir natürlich auch auf Sicht Menschen besser steuern, indem wir sie, und das bitte nicht falsch verstehen mit dem Steuern, sondern angebotsmäßig zu sagen, heute ist ein hervorragender Tag, um eine Radtour zu machen. Sie werden nämlich auf dem Weg Gegenwind haben, wie es da steht, und Sie werden auf dem Heimweg auch noch Gegenwind haben. Das Schöne daran ist, Gegenwind ist das gleiche wie Rückenwind, nur von vorne. Nein, das, was man damit dann verstehen muss, ist, dass man quasi Empfehlungen aussprechen kann, damit die Menschen verstehen, heute wäre der See oder das Stand-Up-Paddle oder so optimal. Morgen wäre Strandbesuch vielleicht sehr voll. Überlegen Sie folgende Alternativen. Und da, glaube ich, sind viele Familien doch froh, wenn sie die ein oder andere Empfehlung bekommen können, dass wir, wenn wir hier nachher mit dem Fahrrad links abbiegen, ist am See ein bisschen mehr Platz. Wenn wir rechts abfahren, ist am Strand sehr voll. Und daher ist das natürlich nützlich für uns allen letztendlich, viele Daten zu generieren, das Verhalten von Menschen dadurch besser analysieren zu können und auch, was bedeutet Wetter, was bedeutet Langanhaltenden. Und das kann man natürlich ganz gut dann später ermitteln, sodass man genau weiß, wo haben wir denn den meisten Stress, und wir wollen ja, dass die Leute keinen Stress haben.
Das war die Ergänzung. Ansonsten konnte ich hier immer sehr gut buchen. Ich glaube, das ist mittlerweile, man muss in die Tiefe in der Analyse eines Tages sicherlich steigen, um festzustellen, ob Corona ein nachhaltiges, ich glaube, wir buchen alle deshalb etwas kurzfristiger, weil wir sowieso nicht genau wissen, kann ich denn im Herbst auch wieder das oder jenes, sondern ich warte es ab. Ich plane oder takte es mir in etwa ein, was ich vorhabe und fange natürlich an, irgendwann mal darüber zu schauen, was denn möglich ist. Hier ist es natürlich auch wichtig, dass die Branche versteht, dass sie dieses Angebot auch aufrecht hält und auch fair gegenüber Menschen sind, die im allerletzten Moment buchen, weil das wird ein neues Verhalten sein. Wir haben ja auch Konzerte erlebt, die jetzt endlich wieder möglich sind, wo aber manche Leute dann keine Konzertkarte mehr kaufen, weil sie sich nicht sicher sind, findet das Konzert statt oder muss ich schon wieder die Karte aufheben. Ja, all das nehmen wir mit und hoffen einfach zukünftig, dass man auf jeden Fall das ist vielleicht auch ein bisschen das, was Schleswig-Holstein zugute hat, dass man sehr früh, auch letztes Jahr schon, einen guten Weg eingeschlagen hat. Und das haben die Menschen auch nachhaltig verstanden. Kappeln ist ja dafür tatsächlich ein gutes Beispiel, dass man da die Region kennengelernt hat und gesagt hat, das ist richtig schön hier, kommen wir auf jeden Fall wieder. Ist mir selber übrigens auch so ergangen. Ich war auch im Kappeln. Aber erst dieses Jahr. Herzlichen Dank. Ihre Fragen. Gibt es hier vor Ort Fragen? Jetzt ganz aktuell. Die BA. Herr Schmidt. Sie haben auf das hohe Gewicht und auch auf die starken Zuwächse der Region Ostsee verwiesen. Mhm. Droht dort nach Ihrer Einschätzung eine Überlastung in nächster Zeit? Man musste nochmals in Klaren darüber kommen, was man unter Überlastung versteht. Ich glaube, dass man, wenn man eine langfristige, stärkere Entwicklung in einer Region hat, natürlich auch die entsprechende Infrastruktur mit ausbauen muss. Wir haben natürlich hin und wieder auch leider, jetzt bin ich ja auch Verkehrsminister, Baumaßnahmen, die dazu führen, dass man längere Zeit und Umwege in Anspruch nehmen für bestimmte Systeme schonen. Wenn man aber langfristig plant und sich auch zum Beispiel Fehmarn, Beltquerung und dann damit rechnen kann, dass später da sehr viele Skandinavier auch über diesen Weg kommen, muss man natürlich auch einen langfristigen Plan haben, wo wollen wir die Menschen unterbringen. Und dann, glaube ich, droht keine Überlastung. Eine Überlastung findet eigentlich nur dann statt, wenn man die Augen zumacht und nicht miteinander spricht. Und da ist, glaube ich, der beste Weg ist einfach der Kommunikation und das eben auch angesprochene, dass Menschen leiten innerhalb des Landes zu sagen, hier, wir haben was, das sieht genauso aus wie Kabeln, heißt nur anders. Versuchen Sie doch mal diese, ja, das ist tatsächlich so, wenn Menschen eine Destination suchen, ist es natürlich, wenn sie ausgebucht ist, gut, wenn man gleichzeitig sagen kann, diese Destination sieht genauso aus. Daher, ich bin überzeugt, wir bauen die Infrastruktur so aus, dass es dann auch entsprechend passt. Ich war ja auf Sylt, da ist auch tatsächlich, dass ich weiß jetzt nicht die Ostküste, aber auch dort gilt es, die Gespräche miteinander zu führen, um einen guten Weg zu finden und Lösungen anzusetzen und zwar rechtzeitig, nicht erst dann, wenn wir 30 Jahre später uns darüber unterhalten, dass wir da hätten was machen müssen. Vielleicht darf ich noch ergänzen, dass wir ja als Landesmarketingorganisation gar nicht intensiv Nord- und Ostsee bewerben, sondern ganz besonders uns anschauen, zu sagen, wo ist denn noch Potenzial? Das nennen wir ja das Meer mit H zwischen den Küsten, wo wir im Grunde sagen, hey, hier in der holsteinischen Schweiz, hier im Herzogtum Lauenburg, hier in Dithmarschen gibt es ganz volle Angebote. Und eben das Thema, das Digitalisierungsprojekt bei der Badestellenfinder, macht das ja im Grunde auch deutlich, zu sagen, hier im Grunde gibt es nicht nur die von dir sicherlich bekannte Badestelle in Grömitz oder am Timmendorfer Strand, sondern schau doch mal, unser ganzes Land hat 300 Badestellen und wenn wir das noch mit Live-Daten ergänzen können, dann im Grunde passiert Besucherlenkung dann stärker auch Richtung Binnenland oder auch saisonal in einen anderen Zeitraum. Also wir reden hier auch immer davon, ja, dass zu bestimmten Zeitpunkten es gegebenenfalls an der Nordsee, an der Ostsee voll ist. Wir wollen ja aber das gesamte Jahr auslasten, nicht nur, weil es für die Betriebe wichtig ist, sondern weil es auch bedeutet, dass die Menschen, die hier im Tourismus arbeiten, nicht nur Saisonkräfte sind, sondern über das ganze Jahr hinweg Arbeitsplätze haben. Deswegen ist es für uns wichtig, einmal zu sagen, regionale Verteilung, aber auch saisonale Verteilung, möglichst über das gesamte Jahr. Dann würde ich hier vielleicht eine Frage, die vom NDR, von Kevin Bieler gesandt worden ist, gerade eben an den Minister. Ihr Vorgänger hat oft von Wachstum im Tourismusbereich gesprochen. In einigen Orten steigt aber die Skepsis gegenüber zu viel Tourismus. Stichwort Übertourismus. Wo ziehen Sie als Landesregierung die Grenze beim Wachstum im Tourismusbereich? Wie viel ist akzeptabel?
Das wäre die erste. Die zweite dockt daran an. Was sagen Sie Anwohnern in Regionen, die sich über zum Beispiel über Strandgebühren, gestiegene Immobilienpreise und Naturbeschädigung als Folge des Tourismus beschweren? Kevin Bieler vom NDR. Ja, also ich glaube, ein bisschen sind wir ja schon drauf eingegangen. In erster Linie gilt es tatsächlich immer wieder eine Diskussion auch vor Ort zu haben. Was verstehen wir unter Overtourism? Ich bin mir ganz sicher, dass der Corona-Zeit dazu geführt haben, dass wir irgendwie eine andere Sichtweise auf unsere jeweilige Region haben. Ich selber lebte seinerzeit auch in Warnemünde, als auf einmal ein kompletter Lockdown war und ich habe diese Ortsteil von Rostock noch nie so erlebt. Da war kein Mensch da. Man sitzt auf einer Parkbank und denkt die ersten Tage, ach, das ist eigentlich auch schön hier, wenn es so ruhig ist. Ich glaube aber, nach einer gewissen Zeit stellt jeder fest, diese Ruhe ist natürlich keine permanente gute Lösung. Wenn ich danach kein Restaurant, kein Friseur, kein Bäcker, nichts mehr in meinem kleinen Dorf gehabt hätte oder in dem Fall Ortsteil, wäre das auch nicht wünschenswert. Dass dann natürlich genau hinter Corona ein sehr starker Wunsch an Urlaub kam, der auch zum hohen Druck auf einige Regionen geführt hat und auch das 9-Euro-Ticket hat sicherlich den ein oder anderen zusätzlichen Gast gebracht. Und das ist auch wieder eine Angewohnheit, die wir wieder zurückbekommen müssen. Wir haben viele Mitarbeiterinnen nicht mehr zurückgewinnen können und daher war auch da, glaube ich, der Eindruck, den wir hatten, dass es deutlich mehr Menschen da sind. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich das ein oder andere Mal selber auf Mallorca war und dann in der Mallorca-Zeitung lesen muss, die Deutschen sind wieder zu viele hier und so, empfand ich das nie als sehr sympathisch. Und deswegen müssen wir auch sehr darüber aufpassen, dass wir das nicht für uns als Mindset aufnehmen. Ich glaube aber, einige Aspekte wurde eben erwähnt, die Natur. Natürlich müssen wir die Natur schützen. Und das setzt ja der neue Tourismuskonzept schon auf ein viel stärkeres, nachhaltiges, ökologisches Denken. Das liegt ja auch voll in der Zeit auch der Menschen, die hierher kommen. Wir müssen sie vielleicht besser anleiten. Wenn jemand keinen Deich kennt, weil er aus einer anderen Region kommt, dann benimmt er sich möglicherweise nicht so, wie wir das alle machen würden. Wer keinen Möwe kennt, benimmt sich möglicherweise auch ein Stück weit verkehrt. Und das müssen wir über Aufklärung hinbekommen, sodass auch die Bevölkerung, die irgendwo lebt, das Gefühl haben, dass sie respektiert wird. Und das meinte ich vorher mit gegenseitigem Respekt. Ich muss sowohl den Gast als auch die Menschen und die Natur, wo ich bin, respektieren. Ich muss, wenn ich irgendwo hinfahre, natürlich mich der Örtlichkeit auch anpassen und nicht mich so benehmen wie da, wo ich herkomme. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das große Wichtige, was wir hinbekommen müssen. Und ein immer nur mehr ist, glaube ich, kein Ansatz. Und das, glaube ich, ist, weil die Frage ist ja schwierig, was ist damit gemeint? Anzahl Übernachtungen, Anzahl Betten, weil wie kriegen wir die Betten verteilt im Land? Wie kriegen wir das über das ganze Jahr verteilt? Also können wir Spitzen ein Stück weit so halten, wie sie sind und dann aber ausbauen, wo wir ein Tal haben? Dann ist das, glaube ich, ein sehr gesundes Gutes. Können wir dafür sorgen, dass Menschen sich gut und richtig verhalten? Ist das auch ein Gutes? Und daher, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren viel stärker darüber reden müssen, wie kriegen wir Menschen dazu bewegt, dass sie in diese Branche arbeiten? Wie kriegen wir Menschen dazu bewegt, dass sie im ganzen Land sich verteilen? Und natürlich werden wir auch Ecken haben, wo sehr viele Gäste kommen, aber auch darüber werden wir uns freuen. Wir müssen uns nur gut um die kümmern. Es ist alles keine Selbstverständlichkeit. Daher, ich glaube, Wachstum ist nicht unendlich. Das ist nun letztendlich auch dadurch geschuldet, dass wir nur eine gewisse Anzahl von Betten haben. Und daher wichtiger wäre ein Awareness oder Sichtbarkeit dessen, wie wir miteinander umgehen. Wenn wir viele Menschen mit dem Fahrrad hierher bekommen, ist das ja eine ganz andere Belastung auch für eine Insel, als wenn alle mit einem Auto kommen. Wenn wir sie vielleicht auch dazu bringen, dass sie mit dem Zug kommen, ist das auch schon was anderes. Und wir hören eben verschiedene Beherbergungsformen. Wenn der ein oder andere sagt, ich nehme ein Ferienhaus, ja, dann ist das sicherlich leider auch nicht der so viel konsumiert, weil er das ja letztendlich dann im Ferienhaus macht. Aber das ist eine völlig andere Tourismus, als wenn alle im Hotel strömen. Und zu guter Letzt werden wir auch noch, glaube ich, einiges an Konferenzen und Ähnliches aufholen müssen. Man darf nicht die Zahl so starr betrachten. Und wichtig ist einfach, dass wir die Menschen vor Ort wieder davon begeistern, wie schön es ist, dass Gäste bei uns sind, dass diese Gäste bei uns Arbeitsplätze sichern. Und dass zu guter Letzt diese Menschen ja auch ein gutes Zeichen für uns alle ist, nämlich dass wir in ein schönes Bundesland leben. Danke. Ja, sind noch Fragen? Anne. Frau Holbach und dann Herr Jung. Sie hatten vorhin auf den Charts die verschiedenen Orte gezeigt. Eigentlich waren überall Zuwächse, außer in Kiel, da waren Minus. Vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, warum es hier in Kiel weniger gut gelaufen ist als an den anderen Destinationen. Ich suche Kiel, ja. Also, ja, vielen Dank. Also, Kiel
entwickelt sich sehr, sehr positiv. Aber der Städtetourismus, der klassische Städtetourismus, der ja zwei Dimensionen hat, nämlich einmal Tagungstourismus und Freizeittourismus, der hat natürlich die letzten zwei Jahre sehr gelitten und holt wieder auf. Also das ist wirklich großartig, was mit den enormen Einbrüchen, die Kiel hatte, jetzt wieder passiert ist. Aber es ist natürlich noch so, dass es eine Menge Gäste gibt, die erstmal nicht unmittelbar in eine Stadt verreisen, sondern lieber erst in die weite Fläche, in die Natur, in das weite Land. Also hier steckt enorm viel Aufholarbeit dahinter. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass sie schlecht dastehen, sondern es ist so, dass Kiel im Grunde hier enorme Verluste hatte in den letzten Jahren und sie jetzt wieder fast ausgeglichen hat. Was übrigens auch sehr positiv wieder angestiegen ist, vielen Dank, ist das Kreuzfahrtgeschäft. Ja, das generiert nicht unbedingt so dramatisch viele Übernachtungen, aber generiert nicht nur gute Einnahmen für den Port of Kiel, sondern auch Umsätze durch das Einkaufsverhalten der Kreuzfahrtgäste, die hierher gekommen sind. Also ich glaube, die Anläufe, Sie wissen das sicherlich besser, aber die Kreuzfahrtanläufe sind, glaube ich, noch nie so hoch gewesen, noch nie so viele wie in diesem Jahr. Das heißt, eine Aufholjagd für unsere Landeshauptstadt, aber die sind auf einem guten Weg. Und im Bereich Tagungen und Kongresse ist ja auch noch nicht alles wieder back to normal. Und man muss auch sagen, einige Hybridveranstaltungen werden auch bleiben oder einige Digitalveranstaltungen. Aber es gibt auch die Tendenz zu sagen, wir müssen uns wieder treffen, wir müssen hier wieder Tagungen machen. Aber ist halt auch noch ein Weg. Hier, ja, glaube ich, ist tatsächlich auch wichtig, dass man bei Lübeck nochmal beachtet, dass da Timmendorfer Strand mit drin ist. Also, dass man das, Travemünde, Entschuldigung, dass man nicht das als Stadt und Stadt in sich vergleicht, weil tatsächlich ja die Großstädte, das hat man vorher auch auf den großen Übersicht gesehen, was Berlin und ähnliches gelitten haben. Also, daraus wird eigentlich auch ein Erklär, warum Kiel noch aufzuholen hat. Ja. Herr Jung. Nochmal einen kurzen Erklärungsansatz vielleicht. Also, Jahr von den Übernachtungen aller Zeiten. Ist das einfach der Nachholeffekt, der jetzt nach den pandemiebedingten Einschränkungen bei den Leuten da war, oder ist das auch noch was anderes? Mhm. Und wenn es der Nachholeffekt ist, warum ist der in Schleswig-Holstein dann so viel stärker ausgeprägt als scheinbar in den anderen Bundesländern? Ich sage mal ganz kurz, aber Sie können das besser. Trotzdem sage ich einen Ansatz. Natürlich ist die Art und Weise, wie man in Schleswig-Holstein unterkommt, anders als in vielen anderen Regionen. Das ist, was wir eben mit der autarke und Übernachtungsform eine gute und starke Erklärung. Und zum anderen hat natürlich Schleswig-Holstein mit seinem Verhalten in Corona, mit Piloten und ähnliches dazu geführt, dass Menschen ein starkes Augenmaß auf Schleswig-Holstein, glaube ich, sehr viel Vertrauen darin hatten, dass man hier auch tatsächlich seinen Urlaub machen kann. Und wer im letzten Jahr hierher gekommen ist mit diesem Erlebnis, wird natürlich sagen, dann fahre ich nächstes Jahr auch dahin, weil es war ein schöner Urlaub. Also im Grunde genommen ist das auch noch ein Stück weit der Früchte aus der Corona-Politik, die hier im Land gefahren wurde. So würde ich das zumindest erklären. Dem kann ich nur beipflichten. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Es ist einmal natürlich der noch Nachholbedarf, der Nachfragedruck der Gäste, die einfach Urlaub machen wollten. Ja, und immer noch machen wollen. Das sagen auch alle Marktforscher, dass trotz aller Krisen und aller politischen, gesellschaftlichen und weltweiten Situationen, dass immer die Menschen verreisen wollen. Und unser Marktforschungsinstitut NIT hat mal über die letzten Jahrzehnte analysiert, inwiefern die Nachfrage denn dramatisch gesunken ist, trotz Ölkrise, trotz 9/11 und was auch immer. Und letztlich ist die Nachfrage eher gestiegen, als dass sie gefallen ist. Nur durch Schließzeiten waren die Menschen zwangsweise davon abgehalten, in den Urlaub zu fahren. So. Und dadurch, dass sie diese
Verschiebungen hatten, gibt es immer noch einen Nachfrageduck der Menschen, dass sie einfach in Urlaub fahren wollen. So. Wir haben, und das ergänzt ein wenig das, was unserem Tourismusminister Madsen gesagt hat, wir haben aber in den letzten Jahren auch im Image, in der Wahrnehmung unseres Bundeslandes, glaube ich, eine sehr gute Figur gemacht. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir führen jetzt im Herbst wieder unsere sogenannte Markentreiberanalyse durch, die über die Attraktivität Schleswig-Holsteins als touristische Destination eine Markenanalyse macht. Und wir werden Anfang nächsten Jahres wissen, wie nach fünf Jahren sich vielleicht die Markenwahrnehmung verbessert hat, verändert hat. Und ich vermute, dass wir im Image, in der Bekanntheit und in der positiven Wahrnehmung eher gewonnen haben. Ja, also das ist der zweite Punkt. Erster Punkt, Nachfragedruck. Zweiter Punkt, wie wurden wir wahrgenommen bundesweit? Sehr gut. Dritter Punkt ist natürlich, dass wir genau das Produkt haben, ja, was die Menschen suchen. Halt Meer, Strand, Sonne, Seen, Süßwasseralternative im Binnenland, Freiheit, Natur, Platz, Sicherheit. Wir haben auch ein hohes Sicherheitsbedürfnisse der Gäste festgestellt. Und die fühlen sich hier sicher. Ja, die fühlen sich hier auch, dass sie was Gesundes für sich tun können. Und da gibt's halt andere Regionen, wo das nicht so automatisch mit verbunden wird. Hier fahren die Menschen ja auch hin zur Kur. Hier fahren die Menschen hin, um für ihre Gesundheit was zu tun. Ja, und da konnten wir quasi mit dem Produkt, was wir anbieten, im Grunde auch diese Bedürfnisse erfüllen. Ja, und andere hängen halt noch hinterher, ja, gegenüber, weil sie einfach auch da noch Aufholbedarf haben. Wir wissen das aber auch von unseren Wettbewerbern, dass sie auch sehr stark mit diesem Natururlaub werben, mit diesem Gesundheitsurlaub und sogar die großen Städte das Thema stärker transportieren. Vielleicht kann man ja auch sagen, dass Frau Dr. Bunge und ihr Team die richtige Strategie gehabt hat, richtig aufgesetzt hat und auch echt eine gute Kampagne letztendlich. Ja, das ist etwas, was ich, wenn ich hierher gekommen bin, tatsächlich auch so wahrnehme. Also sehr aktiv unterwegs zu sein, nach vorne schauend, nicht sich zurücklehnen, weil das ist natürlich eine Tendenz, der sonst auch gerne mal sein könnte. Wenn man schon viel Erfolg hat, kann man sich ja zurücklehnen. Das ist ja in der Tat nicht beim TAS passiert und deswegen ja auch dafür ein starkes Signal und ein Danke, dass ihr da euch so engagiert einbringt. Mit Sympathie kann man, glaube ich, im Moment auch viele Menschen gewinnen, viele sympathische Aussagen, die tatsächlich diese Gesundheits-, also der Trend aufnimmt. Das ist in manchen Regionen etwas schwieriger. Ich will jetzt nicht wieder auf Berlin rumtrampeln, aber da ist es natürlich schwieriger, den Naturansatz mit anzubringen. Da muss dann ein anderer Bundesländer vielleicht auch da nachlegen. Wer hat noch eine Frage? Selbstverständlich. Das scheint nicht der Fall zu sein. Aus dem Netz habe ich auch nichts mehr bekommen. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für die Informationen. Sie beide stehen ja jetzt noch hier vor Ort für Foto bzw. U-Ton zur Verfügung. Ich sage kurz an den Livestream nach draußen, ja, das war die Vorstellung unserer touristischen Halbjahresbilanz und alle Unterlagen haben Sie dauerhaft im Netz auch verfügbar unter sh-business.de/pressekonferenzen. Ich sage herzlichen Dank, einen schönen Tag und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.